So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist jetzt zwei Wochen später, zum letzten, da wo ich das gefilmt habe, wo wir das erste Mal gruppert haben. Und wie man sieht, das ganze Ausfallgetreide ist jetzt da schon sehr schön aufgelaufen. Es ist da alles schon gekeimt und anderes Zeug, Gräser und alles mögliche kommt jetzt da schon. Und das war Sinn der Übung, dass das da alles ausläuft. Und jetzt halt im zweiten Grupperstrich, sagen wir mal, werden wir das jetzt nochmal umgraben, dass das alles verschwindet. Und was ich auch noch damit bezwecken möchte, das ganze Stroh, was noch oben ist, dass man das ein bisschen nochmal mehr in die Erde einmischt, dass man dann besser dann mit der Sämaschine rein können und dass sie das nicht so aufschoppt, also auf, wie sagt man, aufhäuft dann mit den ganzen Strohbüsche dann die Sälschare drauf. Und jetzt habe ich mich schon ein bisschen mit der Dürfen gespielt. Ich habe erst heute einiges Dürfen anfangen. Am Anfang sieht man es noch ein bisschen, aber das hat nicht so gut hingehört, weil da ist jetzt der große Nachteil, dass ich keine Walzen habe. Jetzt hat er nämlich so gut wie gar keine Führung, wenn jetzt da ein bisschen eine Unebenheit kommt, geht halt das Rad gleich rein und dann ist es viel zu tief und dann geht es nicht mehr. Darum habe ich ihn jetzt ganz schön flach wieder gestellt, eigentlich so wie beim ersten Mal. Aber weil dafür fahre ich schneller hier und das mischt auch einigermaßen gut rein. Also ich denke mal, dass da sein geht wird. Wir müssen mal ausprobieren. Aber ja, werden wir sehen. Genau, ich habe da eh zwei Schare jetzt aufgeklappt, zwei Essen, damit wir da ein bisschen schneller fahren können und ein bisschen besseres Mischergebnis erreichen für den ganzen Zeug. Und ja, also das Problem ist jetzt weniger Leistung vom DX, sondern eher Traktion. Und man sieht ja die Reifen da vorne, das sind nichts. Also die braucht man, guck mal, ich nicht brauche. Und hinter einmal, also selber gut. Aber geht schon. Auf geht es ein wenig Sache, aber geht es gut. Naja, das machen wir jetzt. Und dann werden wir, schauen wir mal morgen vielleicht schon oder übermorgen gleich sein. Dann ist Zwischenflucht drin und dann sind wir fertig für dieses Jahr sozusagen.
Hockerl. Geht echt besser wie erwartet. Der Zwarschauer Pflug, der lockt sich echt gut. Manchmal schockt es ein wenig, aber meistens haut es dann doch durch irgendwie. Also wir haben den vielleicht 5 Minuten eingestellt, dann haben wir ihn lassen, weil es uns gepasst hat. Und ich glaube, das Büdel kann man sehen lassen. Ich fahre eh gleich mit der Kreislein drüber dann wieder den Bauen. Von dem her, da ich sagen, brauchst du das meiste. Stoppelzeug und Strohzeug ist untergemischt. Von dem her, glaube ich, kann man das so lassen. Und ja, geht auch schon wieder hier. Also das waren jetzt vielleicht 2 Stunden Arbeit. Da lieber ein Dreischauer schneller und effizienter, aber ich muss am Bullock nicht schinden und nichts. Also immer mal auf, nicht vergessen. Genau, mit einem Dreischauer, weiß ich nicht. Da würde auch gehen, aber ich kann jetzt da immer so tief fahren wie ich mag oder so schnell fahren wie ich mag. Und ich muss am Bullock nicht schinden, von dem her finde ich, das passt eigentlich schon recht gut. Der Pflug ist echt top, also ich habe jetzt von einem Späti, der ist einwandfrei, einfach zum Einstellen. Schaue an gut, jetzt tue ich das halt da, wo so viel Ungrad war, das tue ich jetzt auch nicht umhacken, dass das auch gescheit weg ist. Und ja, versuchsweise hinten habe ich halt gestern noch geruppert. Und ja, dann schauen wir mal, was da, wie es dann beim Umbauen geht mit der Kreislein und mit der Maschinen werden wir sehen. Und so mache ich jetzt da weiter erst einmal. Auf da. Machen wir lieber im dritten Gang, sonst geht es große Zeit. So. Da geht echt schön rein. Super Sache, würde ich sagen. Sehr zufrieden. Ich habe mir gedacht, da wo die größeren Häufer sind, müsste sichtbar sein, oder war vom ersten Mal Gruppe, dass das Ganze aufgeschoben ist. Aber das nimmt er eigentlich großteils mit und mischt es schön unter. Und das ist auch Sinn der Übung, dass wir da einen schön anbauen können. Und das nächste Mal Mais auch nicht mehr so viel Ungraddruck ist. Genau. So. Jetzt haben wir fertig mit dem Abgang. Jetzt tue ich da noch die Schlussfurche sozusagen machen. Ich habe jetzt da extra das Radl so weit nach unten, wie es geht, damit der letzte Schar so hoch wie möglich scharrt, oder wie sagt man, umwirft. Also dass die Furchen da so schmal wie möglich oder so hoch oder nicht tief wie möglich wird, dass man das dann schön mit der Kreisel auch noch eben kriegen. Aber das, glaube ich, darf halt kein Problem sein. Und genau, also das haben wir jetzt heute gackert. War ein guter Hektar oder was halb sei ungefähr. Ja, ein Drittel vom, gutes Drittel vom ganzen Acker haben wir jetzt heute gemacht. Ist echt gut gegangen, ohne Probleme. Haben wir jetzt so gut eingeackert, wie es geht, das ganze Stoppelzeug. Wenn man da schaut, das ist Großteil weg. Und da werden wir jetzt dann umbauen. Genau. Wenn man am Flug einsteht, dann ist das, werde ich mir anders mit sagen. Da habe ich jetzt keine Zeit nicht mehr gehabt. Aber eigentlich kein Meisterwerk, kein Kunststück mehr. Jawohl! So, nächster Tag. Und wir sind beim Zwischenfruchtbauen, wie man sieht. Und es geht auch besser wie erwartet, muss ich sagen. Ich meine, das eigentlich gar nicht geht mit den Schare. Aber ich habe jetzt ein bisschen rumgespült. Und weil halt doch die Problematik ist, dass halt so viel lang Stroh aneinander liegt. Und das macht halt die Schare zu, teilweise, aber ich habe jetzt gespült, wenn man die Zahnmaschine ein bisschen schräg stellt, dass die Schare ab und zu ein bisschen, wenn ein kleiner Huckel kommt, mal wieder auf T hupfen, dann fallen die Strohbüschel schön durch. Und auch wenn sie es einmal so aufschiebt wie da, dann sind ja immer noch die Sehschlitze da hinten frei. Also das geht schon raus, da sieht man es ja, was da schön ist, Sonnenblumen. Ja, von dem her haut das schon hier. Und ich fahre jetzt so wenig Drehzahl für den Kreisel an, so wie es geht, ohne dass ich irgendwas aufschiebe drin. Fein genug wird es ja immer, das ist, passt eh.
Von dem her, ja, am Ende handelt dann immer das so kleine Heifer, aber die werden wir dann schon irgendwie klar kriegen. Aber sonst, glaube ich, schaut das einigermaßen gut aus. Also für Zwischenfrucht wird es aller weiter. Wenn das jetzt ein Weizen oder irgendwas anderes wäre, dann müsste ich mir was anderes überlegen. Aber das passt schon so teuer, glaube ich. Genau. Nein, was gibt es sonst noch zu sagen? Ich habe jetzt da davor die Kreisel an, unser Lili kombiniert. Da habe ich mal so, wie sagt man, Huckepack oder Hitch habe ich mir noch geholt. Und das Ganze haben wir jetzt verbunden. Heben tut das ohne Probleme, der DX. Ich habe jetzt nicht so viel im Saattank drin, aber das passt, das geht. Genau, also 2,50 Meter ist die Lili-Brot. Ich fahre jetzt mit der 45er Zapfwallen und jetzt nicht recht viel Drehzahl. Also ich fahre jetzt eigentlich mit dem dritten oder mit dem vierten Ackergang einfach steht er hier. Das ist ein bisschen zaut und das passt ja dann, so wie es da ausschaut von der Krümelung her. Das passt ja überall. Genau, und die Sammaschine ist eben eine Isaria, sieht man da, aus Dingolfing, ganz Glas. Ja, ist jetzt nicht das Beste, aber hat auch nicht viel gekostet, sagen wir es einmal so. Die Schare haben alle schon ziemlich am Ende, da habe ich jetzt auch eine beim Absetzen ein bisschen verdengelt. Aber das tut sich jetzt, oder? Und wenn wir dann mal richtig bauen, also das brauche ich nächstes Jahr nicht, in zwei frühestens dann wieder, dann müssen wir schauen, entweder kaufe ich mir gleich eine andere Maschine oder eine neue Schare. Schauen wir mal, wo es billiger kommt oder ob ich was finde. Ja, genau. Ansonsten das Abdrehen, das wäre ja, vielleicht schneide ich es eigentlich nur eine, wenn ich Zeit habe, aber das habe ich jetzt nicht gefunden, aber es ist denkbar einfach. Da sind halt da drin die Wellen oder die Seeräder. So, da sieht man die Seeräder, die drehen sie eben und schmeißen dann halt die Kerndl, je nachdem, aber es dreht sich relativ langsam. Wir fahren jetzt da mit 20 Kilogramm auf dem Hektar, ungefähr ein bisschen weniger. Und dann haben wir das jetzt erst abgedreht, so heißt das, Abdrehprobe, also dass man die richtige Menge einstellt. Wir haben da nämlich so einen Getriebekasten. So, das ist der Getriebekasten eben. Da kann man einstellen, Feinsaat, also ganz links, bis zu ganz Grobsaat und dann auch noch die verschiedenen Gänge. Und da muss man sich halt ein bisschen spüren, dass man da auf die richtige Menge pro Hektar kommt. Ansonsten ist es relativ einfach. Man tut die Rohre nach hinten schirmen, dass man die Wanne dann drunter schirmen kann. Dann hat man da so einen Drehgriff, dann dreht man ab. 20 Umdrehungen sind 0,01 Hektar. Und dann braucht man eben, wenn 20 Kilogramm auf den Hektar sind, dann 200 Gramm eben auf die 20 Umdrehungen. Und so haben wir es abgedreht. Und ja, das war's ja schon. Das sage ich vielleicht nochmal in der Praxis. Genau. Ansonsten, ja, Fahrgassenschaltung und sowas haben wir jetzt ist natürlich nicht drin. Haben wir bei Zwischenfrucht nicht. Genau, das kann ich nicht sagen, was wir überhaupt so bauen. Das ist so ein Gemisch aus, was ist da drin? Leindotter, Facilia, Alexandrinerklee, Ölrettich, Bosonenblärme, alles Mögliche. Also, was ich ein bisschen fürchte, dass sich das Ganze dann im Laufe der Zeit entmischt, also dass die großen Kernel oben bleiben und die kleinen unten, aber das werden wir dann sehen, wie sich das entwickelt noch. Und wenn es wirklich ist, dann bauen wir am Ende nur noch Sonnenblärme. Die frieren auch über den Winter ab. Und ich mir, passt das auch. Ja, und warum macht man das Ganze mit der Zwischenfrucht? Also, eins teils, damit die ganzen Nährstoffe, die jetzt in dem Boden sind oder die jetzt zum Beispiel durch die Strohrotte frei werden, dass die durch die Zwischenfrucht ja, in sich aufgenommen werden, ganzen Nährstoffe und nicht ausgewaschen werden oder irgendwo anders hier verschwinden mit der Zeit bis zum Frühjahr. Und das andere ist zum Beispiel die Knollchenbakterien vor die Leguminosen, die jetzt da in der Zwischenfrucht dabei sind, die deren zusätzlich nur aus der Luft Stickstoff binden an die Wurzeln, sodass zusätzlich Stickstoff angereichert wird. Und das können uns dann wieder nächstes Jahr im Frühjahr im Mais hoffentlich zugute, wenn es dann in der Zeit wieder verrottet. Und
ja, und da natürlich auch, dass der Acker im Winter nicht brach liegt und dass da kein Wind oder keine Wassererosion einwirken kann, dass es davon schwimmt, das brauchen wir gar nicht, sondern dass da alles schön durchwurzelt wird. Und die Wurzeln sind natürlich auch gut fürs Bodenleben. Der Ölrettich zum Beispiel tut sehr tief Wurzeln, bricht die ganzen Schichten noch mehr auf. Und das soll dann ja, im Frühjahr dazu sagen, dass mehr Wasser gespeichert werden kann und so und dass der Mais besser durchkommt. Genau. Und ansonsten noch die Artenvielfalt oder ist. Aber das werden wir dann in ein paar Wochen sehen, wenn das Ganze wächst und aufgeht. Vielleicht blüht, schauen wir mal. Und mei, die einzige Sorge, die ich habe, wenn jetzt da recht früh Zwischenfrucht aufgeht und auch zusätzlich die Stroh nicht ganz verrottet ist nächstes Jahr, dass wir dann sehr viel Material haben, das was uns dann beim Maisanbauen stört. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr das macht. Also ich habe da so ein Maislegegerät. Und nicht, dass sich das dann recht aufstopft in der Maschine drin, wenn da viel Material noch ist. Ja, ich weiß nicht, was ich mache. Entweder probiere ich es oder ich tue davon ackern oder keine Ahnung, nur mal schauen. Aber schreibt es mir rein, wie es ist, da die Erfahrung gemacht habt, ob ihr es bei euch mit viel Zwischenfrucht dann zurechtgekommen seid oder eher nicht dann. Genau. Dann machen wir da wieder zu. Spurenreißer habe ich jetzt Quadro, wie es man ja sagt. Brauchen wir jetzt bei der Zwischenfrucht nicht zwingend, finde ich. Wenn es dann genau geht, einmal beim Weizen oder was, da brauchen wir es natürlich schon. Jetzt fahre ich einfach auf gut Glück, mehr oder weniger an der anderen Fahrspur entlang, aber bei 2,50 Meter Maschinen geht das ja noch schön. Die Stärke auf der Seite nicht so weit über zur anderen Spur. Und wenn man da ein bisschen überlappt, also so, das passt eh, da haben wir das letzte Mal gesagt und da, daher passt das eh einigermaßen. Sehschlitze zumacht, weil es so lehmig ist. Da warte ich jetzt einfach nur, bis ich das habe und dann wird das andere auch vorne abgetrocknet sein. Dann wird es schon gehen. Genau. Ansonsten jetzt schon gemütlich da hin. Schauen, dass nichts kaputt geht. Auch wenn es einmal schäbert oder was. Klimaanlage wäre noch recht, aber so geht es. Ich habe eine Lüftung an. Bin mir alles gut. Also ich bin eigentlich ganz froh, dass wir jetzt erst einmal mit der Sämaschine ein bisschen Zwischenfrucht bauen. Wenn ich jetzt da gleich ein Warz oder was mit Fahrgassen und so ist bauen müssen, dann war das schon ein bisschen eine kompliziertere Geschichte. Und so kann man erst einmal anfangen und schauen, wie es geht. Und genau. So, jetzt mit einer Hand ist ein bisschen schlecht, jetzt fahre ich bis 4er. Dann schaut die erste Zapfen aus. Weil das ist nicht gut, wenn man das ganze Zeug mit der laufenden Zapfen anhebt. Jetzt fahre ich ein bisschen schwerer. Jetzt hätte ich heute halt linken auch noch sein, das habe ich jetzt vergessen. Aber jetzt fahren wir einfach mal so zurück.
So, jetzt sieht man das ganze Zeug, was ich aufgeschoben habe, das fällt jetzt aus. Und ja, hinterlässt ein relativ schönes Bild. Also sieht man ja vom Gewicht her überhaupt kein Problem mit dem Deutz. Ja, der Frontlader ist eh dran. Das ist ja gut, dass wir jetzt den gefedert haben. Das ist ein gefedertes Gewicht quasi. So. Fahre ich ungefähr wieder her. Gang rein. Dann schaue ich ungefähr, dass ich immer gleich einsitze und aussitze. Und dann zapfe ich rein. Und. Da liegt es. Dann hole ich das wieder rüber ganz. So wie das da hingeht, wird das eh nicht so lange dauern, vielleicht nur 2-3 Stunden, bis ich die 3,5 Hektar habe. Und ja, schauen wir weiter. Jetzt sind wir beim Gackerden und das geht echt sehr schön, also so wie es geht soll. Nichts stoppt oder was. Der Boden ist brutal schön locker. Ich fahre mit dem dritten oder vierten Gang auf wie runter. Geht echt schön dahin. Hinten habe ich leider schon mal leer gehabt. Da bin ich einmal aufgesessen, da hat sich der Boden und den Rohr. Das Rohr ist halt ja, nicht mehr zum Einstecken, aber sonst alle anderen Rallye. Passt. Da sieht man wieder Kernl unten, seht ihr es, eine Sonnenblume. Ja, geht echt gut, muss man sagen. So habe ich mir das vorgestellt. Und aber auch beim Kupferten ist auch gegangen. Soweit, nein. Geiselern macht auch seinen Job. Ich fahre so flach wie möglich eigentlich. Aber das klang ja leicht. Also, ich muss das 2 bis 4 cm einrieben. Aber das passt einigermaßen. Ich habe vorher gesucht, lang gesucht, bis ich ihn gefunden habe, aber das passt. Ja, die sind ja so unscheinbar, die Kernl. Aber da hinten sind wir auch. Da ist das wieder. Von dem her passt das schon. Ja, ich habe jetzt noch mehr aufgefüllt, aber jetzt ist mir das gelangen. Schauen wir, ob es gelangt bis der Vieri. Jetzt muss ich noch mal ein bisschen nachstellen, ein bisschen weniger. Aber wir werden sehen. Der Boden ist auch noch recht gut feucht und ich sah jetzt dann die Tage wieder ringen einmal ein bisschen, dann sollte das eigentlich gut anwachsen alles. Ja, soweit erst einmal, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen wieder mal und wenn es euch gefallen hat, drückt auf Gefällt mir, lasst ein Abo da, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Arrivederci!